Wir sprechen mit Håkan Samuelsson, dem Vorstandsvorsitzenden der MAN AG. Herr Samuelsson, Sie haben angekündigt, Ihre Dieselsparte von der AG in eine SE, also in eine europäische Gesellschaft, umzubauen. Welche Vorteile versprechen Sie sich davon? Wir haben angekündigt, eigentlich nicht nur nicht MAN AG umzuwandeln, das ist eine von unseren Bereichen. MAN Diesel B&W wird ab morgen MAN Diesel SE. Und damit sehen wir einige Vorteile. Eine ist eine bessere Repräsentation in unserem Aufsichtsrat auf der Arbeitnehmerseite. Das war ja früher 100% deutsch. Aber wir haben ja Werke in unterschiedlichen Ländern und da werden wir jetzt eine Internationalität sehen. Ich glaube, es ist ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, Ziel ist hier, wir werden das nicht direkt erreichen, aber über die nächste Zeit könnten wir unsere ausländischen Gesellschaften als Abteilungen oder Branches führen. Und das bedeutet natürlich weniger Verwaltungskosten. Man braucht keine eigene Buchhaltung, Aufsichtsratssitzungen und so weiter. Das ist ein Vorteil. Ein dritter Vorteil ist ein bisschen psychologisch. Wir wollen die Dieselgruppe weiter integrieren. Und ich glaube, das lässt sich leichter machen, wenn wir sehen uns als eine europäische Gesellschaft, wo die Länder bekommen unterschiedliche Aufgaben. Und das ist leichter, als ob wir alles zentralisieren unter einem deutschen Hut mit Vorsitz in Augsburg. Seit Juli unterliegen Sie schärferen Emissionsgesetzen. Es wurde befürchtet, dass das Ihren Umsätzen schaden würde. Im dritten Quartal, wie sehen Sie momentan Ihre Geschäfte laufen? Sind die neuen, emissionsfreundlicheren Lastwagen gut auf dem Markt? Die sind eigentlich jetzt voll auf dem Markt. So seit Juli, also in Juli und August, haben wir nur eine neue Ausführung verkauft. Und wir können jetzt sehen, dass wir werden davon eine ruhigere Markt sehen, das haben wir immer gesagt, aber wird keinen Zusammenbruch kommen. Und in Juli und August, beide Monate, sind die Auftragseingänge auch höher als im Vorjahr. Und das ist ja ein deutliches Zeichen, dass wir haben einen ziemlich starken Markt hier und es gibt Bedarf für weitere Transportkapazität. Und gibt es keine Zeichen eigentlich für eine Trendwende hier auf den LKW-Markt. Das gehen Sie davon, dass auch 2007 das Wachstum weitergehen wird? Ist schwierig, so früh zu sagen, aber wir sehen 2007 als noch ein sehr gutes Jahr am Markt und wahrscheinlich heute können wir sagen, wir erwarten ein Geschäftsvolumen ungefähr gleich wie 2006. Und was haben Sie für 2006 für Ziele gesetzt in Umsatz und Gewinn? Target ist jetzt eine Umsatzgrößenordnung rund 8% höher als Vorjahr und wir sehen, dass wir werden ganz nahe unsere Ziel für ein sehr gutes Jahr, 7,5% Umsatzrendite, das werden wir dieses Jahr erreichen. Und 2007 geht es weiter auf den gleichen Geschäftsvolumen, aber mit noch einer Verbesserung auf der Ergebnisseite, weil wir werden dann den dritten Schritt in unserem Cost-Restructuring-Programm durchsetzen. Das bringt etwas. Also die momentanen Geschäfte laufen gut. Wie steht es mit Neuprodukten, Neueinführungen? Haben Sie da irgendwas in der Pipeline, von was Sie sich viel versprechen? Ja, es wird auf der LKW-Seite dann wieder, wir stehen ja vor der großen IAA-Ausstellung in Hannover und da werden wir dann zeigen einen neuen Motor. Und das bedeutet, dass unser Motorprogramm für die LKW-Baureihe wird dann voll modularisiert sind, also nur einen Motor, das bringt Kostenvorteile. Und auch auf der Fahrerhausseite haben wir den TG M und L, also den mittleren und leichten Baureihe, auch jetzt voll modularisiert mit den schweren Baureihe. Das ist ein Vorteil. Und es gibt auch in einem anderen Bereich, einmal in Turbo, haben wir auch sehr große Verhoffnungen mit Komponenten in der Gas-to-Liquid, Biogas-to-Liquid-Technologien, wo wir dann Schlüsselkomponenten haben, große Kompressoren und chemische Reaktoren. Da sehen wir Geschäftsvolumen zusätzlich in Größenordnung 150 Millionen in den nächsten Jahren.
Sie haben im Umstrukturierungsprozess man Roland am 19. Juli für 624 Millionen Euro verkauft. Wann wird dieses Geld bei Ihnen im Ergebnis zu Buche schlagen? Ergebnis werden wir den dritten Quartal buchen und da werden wir einen Buchgewinn sehen, ist so früh zu sagen in der Größenordnung, aber wir haben einen Cashflow-Effekt von diesem Geschäft, das haben wir schon gesehen und das ist die Größenordnung 365 Millionen, was wir in Quartal 2 gesehen haben. Stehen weitere Umstrukturierungsmaßnahmen an oder sind Sie mit der Struktur momentan zufrieden? Ich glaube, wir haben jetzt diese Verschlankungsphase abgeschlossen. Jetzt, glaube ich, ist unsere Agenda, diese drei industriellen Bereiche zu verstärken und zu wachsen. Mit Unterstützung dann von MAN Ferrostahl, also einer sehr starken kommerziellen unterstützenden Division. Ostwärts, da geht die Expansion hin, unter anderem auch nach Russland, obwohl dort der Konkurrent Volvo stark im Markt ist. Wie sehen Sie dort Ihre Chancen und wie heißt Ihre Strategie? Ja, wir haben da gute Chancen, glaube ich. Wir haben eine gute Reputation auf der Lkw-Seite in Russland. Also es läuft zum Beispiel rund 20.000 MAN da auf die Straßen, Gebrauchtfahrzeuge, was man eingebracht haben und das ist ein großes Potenzial. Unsere skandinavischen Kollegen waren früher da und das werden wir jetzt einholen. So, wir haben unsere Organisation verstärkt. Wir planen jetzt Investitionen in eine Servicewerkstatt in Moskau und weitere Investitionen, um unser Servicenetz auszubauen und wir werden unsere Position da verbessern. Aber Sie wollen das im Alleingang machen oder suchen Sie vielleicht einen Partner, der bereits im Markt etabliert ist? Nein, wir werden das im Alleingang machen, aber auf der Servicewerkstattseite kann es wohl so sein, dass wir werden Partners finden für Einzelwerkstätten, aber wir werden den Vertrieb steuern in eigener Regie. Letzte Woche haben Sie eine Einigung mit den Mitarbeitern von MAN Turbo erzielt. Können Sie uns irgendwelche Details erzählen? Welche Vorteile bringt das dem Management? Ja, das bringt eine deutliche Verbesserung zu unseren Kostenstrukturen. Das war auch ein wichtiger Bestandteil für uns, weiter da in Standort Oberhausen zu investieren und Kapazitäten bekommen für den großen Anstieg, was wir jetzt sehen auf den Auftragseingangszeit. Und das bedeutet, unsere Mitarbeiter werden flexibler und mehr arbeiten, bis um 2,5 Stunden pro Woche, werden neue Lohnsysteme einführen mit deutlicher Anreiz für Produktivitätsverbesserungen. So, wir werden mehr Leistung pro Stunde von unseren Mitarbeitern bekommen und auch neue Mitarbeiter werden auf eine niedrigere Level einkommen. Sie haben 380 neue Stellen angekündigt. Könnten es mehr werden? Zurzeit sehen wir, das ist die notwendige Zahl, zusammen mit einem Investitionspaket Größenordnung 60 Millionen, um den Zusatzkapazitäten zu bekommen für eigentlich, was wir jetzt im Pipeline haben. Auf Dauer könnte es wohl mehr sein werden. Sehen Sie eine verstärkte, eine größere Rolle von MAN Turbo im Konzern? Wir wachsen sehr schnell zu. Also vor einigen Jahren waren wir auf rund 500 Millionen. Dieses Jahr werden wir 1 Milliarde erreichen und innerhalb 3 bis 4 Jahren sollen wir 1,5 Milliarden groß sein, weil es gibt so sehr großes Potenzial hier in Öl- und Gasbereich, Gas to Liquid, Biogas to Liquid, aber auch in den chemischen Industrie, also in Indiswellenländer, mit sehr große Investitionen, Indien, China, aber auch in Nahost. Also Emerging Markets werden bei Ihnen immer eine größere Rolle spielen, auch Brasilien? Auch Brasilien, aber im Turbo-Bereich ist das vor allem China, Indien und Nahost. Also ein Viertel von dem Turbo-Umsatz ist schon heute in China. Wie steht es mit dem Standort Deutschland? Sind Sie zufrieden mit dem Reformweg, den Berlin momentan vorschlägt und auch durchführt? Oder hätten Sie bestimmte Wünsche an die Regierung? Ich glaube, vor allem müssen wir arbeiten mit den Voraussetzungen, was wir haben. Und ich glaube, es gibt viel zu tun in Deutschland innerhalb der jetzigen Regelwerken. Und das haben wir nicht nur wir gesagt, das hat ja alle eigentlich gesagt in den letzten Jahren. Und was natürlich wichtig wäre, ist eine weitere Kostensenkung pro Stunde. Das müssen wir erreichen. Da glaube ich, haben wir die Hauptaufgabe.
aber die sozialen Zusatzkosten sind ja ganz hoch in Deutschland. Da glaube ich, muss man anschauen, sodass man auf ein wettbewerbsfähiges Niveau erreichen. Mhm. Ich glaube, es wäre auch kein Vorteil für die Arbeitslosigkeit, wenn man ein bisschen größere Risiken nehmen können, also bei Neueinstellungen. Mhm. Das heißt, heute ist das eine so großes Risiko mit dem Schutz. Einmal an Bord ist sehr, sehr schwierig. Und das bedeutet, man denkt sich zweimal, dreimal, bevor man neu einstellen. Mhm. Das, glaube ich, ist ein Problem für die Arbeitslosigkeit in Deutschland. Wie steht es mit dem Wechselkurs? Macht Ihnen die amerikanische Konjunkturschwäche Sorge, die eine Schwächung des Dollars mit sich zieht? Nicht indirekt. Also in unserer Branche sind wir ein bisschen privilegiert, weil unsere Konkurrenten arbeiten auch in den Euro-Raum-Währung. Und deshalb schlägt das nicht gegen uns direkt. Aber grundsätzlich werden wir Amerikaner wettbewerbsfähiger natürlich. Also Sie rechnen nicht mit einem bestimmten Euro-Kurs. Sie müssen nicht vorplanen in dieser Beziehung. Nein, weil wir unseren direkten Exposure für Dollar-Währung ist begrenzt. Samuelsen, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Soweit Håkan Samuelsen, der Vorstandsvorsitzende der MAN AG, im Interview für Bloomberg TV. Vielen Dank.